Hallo, wir sind gerade zurück vom Wocheneinkauf. Wir waren wieder alle zusammen natürlich unterwegs bei diesem mega schmuddeligen Schmuddelwetter. Es ist kalt, es ist regnerisch, es ist richtig schmuddelig. Also ich würde sagen, der Herbst ist jetzt da. Deshalb haben wir auch schon den Kamin hier an. Justus hat den heute Morgen nämlich angemacht. Schreib mir mal, ob du auch schon Heizung angemacht hast zu Hause. Also ich finde, es geht gar nicht mehr ohne, sonst friere ich mich zu Tode. Deshalb habe ich heute auch schon Langarm an, dann eine normale Leggings und, ganz wichtig, hier meine Kuschelsocken. Also ohne die geht im Moment gar nichts. Die sind im Moment mein täglicher Begleiter. Richtig schön kuschelig. Zumindest die Füße müssen immer schön warm sein. Die Lilly ist eben eingeschlafen beim Zurückfahren vom Einkaufen. Deshalb schläft sie jetzt gerade in ihrem Zimmer. Die beiden Großen sind auch oben, machen auch gerade so eine chillige Mittagspause. Es hört sich so an, als würden sie gerade so ein Hörspiel zusammen hören. Justus sitzt hier neben mir und schaut sich Tische an. Genau, das wollte ich dir erzählen. Ich habe es geschafft. Justus, sag es, ich habe es geschafft. Den alten Tisch wegzuekeln, ja, großartig. Nein, also ich merke selber, dass es möglicherweise ein bisschen altbacken ist. Und auch wenn das so ein bisschen familiäre Erbstücke sind, die können dann ersetzt werden. Ja. Durch neue Sachen, die dann unsere Erbstücke sind. Dann müssen sich unsere Kinder damit durchquälen. Ich bin so froh, er hat sich endlich dazu hinreisen lassen, mal was Neues hier hinzustellen. Die Möbel kommen aber nicht irgendwie auf den Sperrmüll oder so, weil das sind ja, wie gesagt, Erbstücke, sondern die werden dann schönes neues Zuhause finden. Genau. Nee, das hier hatten wir uns doch ausgesucht, Justus. Ja, ja, aber das ist ja praktisch genau der Tisch für unsere Möbel. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann hier, aber den Tisch, den hatten wir uns mal in live angeguckt. Genau, so sieht er aus, also in verschiedenen Größen auch. Und den gibt es hier auf dieser Webseite vor allen Dingen besonders günstig. Das war aber auch ein Tipp von einer Zuschauerin. Wir waren nämlich im Möbelgeschäft zusammen und haben uns da schon so Esstische angeschaut. Und das hatte ich auf Insta-Story gezeigt. Da kannst du mir eh gerne folgen. Da filme ich eigentlich so unseren Alltag, wenn ich nicht gerade vlogge. Deshalb ist das vielleicht auch ganz spannend. Und als sie gesehen hat, dass wir den schön finden, hat sie mir nämlich geschrieben, Nancy, guck mal, da gibt es den sehr viel günstiger. Im Laden hat er nämlich irgendwie 1000 Euro mehr gekostet. Ja. Also das ist schon heftig. Aber wir haben ja hier auch ein Tisch, warte mal, ein Tischchen zurück, der dann genau zu unseren Möbeln passt. Guck mal hier, der da. Ja, das ist genau der Möbelstyle sogar. Das ist mir zu kantig. Also für Schränke schon schön, aber so ein Tisch, der darf auch so ein bisschen gemütlicher auch aussehen. Das ist, finde ich, nicht gemütlich. Ja. Finde ich den hier schöner. Auch die Kombi mit diesen anderen Stühlen und dieser Bank finde ich total schön. Ja, wollen wir das genauso machen? Kannst du gerne bestellen jetzt schon, mein Schatz. Kannst du gerne jetzt sofort. Ja, ja, mach ich. Mach ich jetzt gleich sofort. Den gesamten Wocheneinkauf werde ich dir jetzt nicht zeigen, aber kann ich gerne auch mal machen, so einen Food Haul. Das haben sich ja doch mal ein paar gewünscht. Aber ich habe gesehen, dass Justus hier etwas mitgenommen hatte. Wir gucken ja echt nicht viel Fernsehen, ne? Aber es gibt nur eine Sendung, die wir zusammen auch wirklich gerne schauen. Und zwar ist es König der Löwen. Warum kann ich das einfach nicht aussprechen, Justus? Die Höhle der Löwen. Und da hat er jetzt schon zwei Sachen mit nach Hause gebracht. Und zwar einmal diesen Displayschutz fürs Handy und einmal diesen Eismix hier. Das wollen wir einmal austesten. Und vielleicht machen wir darüber auch nochmal ein spezielles Testvideo. Das ist ja doch mal ganz lustig. Ich habe schon was vorbereitet, mein Schatz. Wie vorbereitet? Ja, guck mal, hier extra kaputt gemacht, damit wir das gleich testen können. Kann man dir das jetzt sehen? Und dann schmiere ich da jetzt gleich die Schmiere drauf und dann wird das alles wieder heile sein. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ja, aber das geht ja andersrum, ne? Das soll ja schützen. Und wenn es schon kaputt ist, ist es vorbei. Ich finde es so ein bisschen krass. Also sie sagen 100% Bruch und kratzsicher. Haben Sie das eigentlich noch draufstehen mit diesem ein Jahr lang? 100%. Die hatten doch eigentlich draufstehen, dass 365 Tage Schutz ist. Haben Sie runtergenommen. Das ist jetzt aber kein Qualitätszeichen, dass Sie das jetzt nicht mehr also draufstehen haben. Also nur 24 Stunden Schutz. Da muss es alle 24 Stunden wiederholt werden. Aber ich bin gespannt. Ich will das auf jeden Fall mal ausprobieren. Du musst da mal hin mit irgendeiner krassen Idee. Ja, genau. Zum Beispiel mit einem Melonenschneider. Also so ein flaches Ding, was ganz scharf ist. Ich zeige euch mal, was ich hier vorbereitet habe. Hier. Der Melonenschneider. Den wird jeder kaufen. Es geht wirklich nur ums sich selbst und das Produkt verkaufen. Ne? Ja. Das siehst du ja. Also da musst du wirklich nur gut reden können eigentlich. Ich sag dir, jeder will meinen Melonenschneider haben.
Ich muss mich hier richtig durchkämpfen. Ich das ganze Spielzeug. Heute ist komplettes Chaos. Ich habe nicht aufgeräumt. Ich gebe es zu. Aber im Moment macht das auch nicht viel Sinn. Lilly macht nämlich so aus den Kissen. Ich habe hier was ganz Tolles. Meine Adresse. So. Und zwar habe ich eine Bestellung gemacht bei Stoffi-Welt für ein paar neue Nicht-Stoffwindeln. Das verbindet man ja immer mit Stoffwindeln. Aber da gibt es auch ganz normale Babysachen. Und ich wollte jetzt schon mal für den Herbst, der ja offensichtlich jetzt schon da ist, ein paar neue Sachen haben und auch noch andere Sachen. Die wollte ich dir jetzt einmal zeigen. Aber das Erste, was ich dir zeige, Moment, das habe ich schon längst ausgepackt. Tschi, ich habe eine neue Wickeltasche. Also die andere kennst du ja schon. Das ist die große hier. Die hier, die kennst du ja schon von mir, habe ich ja schon ganz oft gezeigt. Aber die ist mir ja zu groß und deshalb wollte ich eine kleinere haben. Und jetzt habe ich mich für das fast selbe Design entschieden, nur dass vorne eben dieses Gestreifte noch ist. Finde ich aber auch sehr hübsch. Einmal habe ich hier so eine süße Jacke. Ist die nicht süß? Also die ist hier ein bisschen zu lang an den Ärmeln, aber das ist normal bei ihr. Also bei ihr sind alle Klamotten irgendwie an den Ärmeln zu lang. Deshalb krempel ich das einfach so ein bisschen hoch. Also ein richtig schöner Wintermantel. Das ist jetzt einer von Disana. Das ist aus Wollwalk. Das ist eben auch temperaturregulierend. Genau, dann schwitzt sie nämlich nicht darin. Und ich darf es bei 90 Grad waschen? Oder? Nein, nicht bei 90 Grad, Justus. Auch nicht Trockner, bitte, ja, Justus. bitte nicht den Trockner. Dann habe ich noch hier die passenden süßen Fäustlinge. Dann habe ich noch so einen Pullover für sie. Das ist jetzt aus Schurwolle. Genau, so sieht das aus. Für den Kinderwagen gibt es noch hier diese Anhänger. Das sind die, die man so an den Kinderwagen an der Seite dran machen kann und dann die Tasche da reinhängt. Dann finde ich ganz toll diese Trinkflasche hier. Die ist nämlich aus Glas. Wir haben ja eine Glasflasche. Komm, ich zeig dir mal, wie Lilis Glasflasche im Moment aussieht. Oh ja, ein bisschen. Aber sie kann selber trinken. Ja, man sieht, sie hatte das selbst in der Hand. Warte, wo ist denn der Riss? Ja. Da. Kann man denn sehen, den Riss? Darf ich einen Tisch bestellen, der mir gefällt? Wir bestellen den Tisch, den wir uns zusammen ausgesucht haben. Ich finde den viel schöner, weil das andere, da ist mir zu viel Holz in der Hütte. Ach, da hast du eine Glasplatte noch drauf. Mhm, genau. Ich zeig's dir mal, da kannst du mitbestimmen, welchen wir kaufen. Ja. Hallo. So sieht der aus. Auch hübsch, ne? Ja. Die Farbe ist ein bisschen verfälscht, das aber. Ja, und eigentlich, also das ist die Farbe. Okay, ich bestelle dann jetzt, ja? Bestellen, abschicken, zack. Justus, das besprechen wir lieber heute Abend nochmal ganz genau. Auf jeden Fall ist das hier auch eine Glasflasche. Dazu habe ich aber diese Trinkaufsätze. Da kann man nämlich auch Babynuckel dran machen. Aber ich habe die hier, weil Lilly kann das ja schon mit diesem Aufsätzen hier mal ausprobieren. Dann fand ich hier noch diese Butterbrotdose sehr interessant. Also die ist aus Edelstahl und hat hier drin eben noch diese Aufteilung. Da gibt es auch verschiedene Aufteilungen. Ich habe mich jetzt mal für die beiden hier entschieden. Und dann habe ich noch hier das. Aber das weiß ich nicht, ob ihr das zu groß ist. Ein Schlafsack. Aber guck mal bitte, wie lang der ist. Ist der zu lang für sie? Ja, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, der ist zu lang. Der ist hier drin aber schön gefüttert mit Baumwolle, damit es hier drin nicht kratzig ist. Aber ich denke, der wird auch schön warm halten und eben auch die Temperatur schön regeln. Was ich auch noch bestellt hatte, das habe ich jetzt gerade nicht lieferbar, das soll aber dann nächste Woche kommen, ist wieder so ein kompletter Overall. Den hatte ich noch vom letzten Jahr, der passt ja auch gerade so noch. Das ist auch Wolle, aber nicht Wollwalk. Der Wollwalk ist ja so fest, der ist eher so weicher, aber hält trotzdem super schön warm und reguliert eben auch die Temperatur. Ich finde solche Naturmaterialien einfach besser als Plastik, weil sie darin dann einfach sehr schnell anfangen zu schwitzen. Ich verlinke auf jeden Fall alles einmal unten und ein paar Langarmbodies habe ich auch noch für sie gekauft, neue, aber alles aus Baumwolle und so. Und die kriegt man ja auch überall. Haben wir in so einem großen Laden einmal zusammen eingekauft. Also Lilly ist jetzt gut ausgestattet für den Herbst. Zumindest eine von uns, denn ich habe nicht so viele Herbstsachen, Justus. Das ist eine gute Idee. Soll ich das für dich besorgen? Nee, du willst für mich Herbstsachen besorgen. Mhm. Die ich anziehen muss dann auch, oder? Ja, dann machen wir daraus bitte aber machen. Wieder so ein Video, Justus. Damit die anderen Leute auch sehen, was ich mir hier immer antun muss. Das kleine Babymädchen ist wach. Hole ich sie jetzt mal. Erwischt.
Was machst du mit deiner Socke? Was hast du vor mit deiner Socke? Hast du beide schon ausgezogen oder nur eine? Süße Maus. Hast du gut geschlafen? Was hier, ne? Unfug, ne? Guck mal, hat sie ihre Socke in der Hand. Gerade ausgezogen und will sie hier runterwerfen. Das macht sie immer gerne. Ja, die Socke, ne? Genau. Sie macht das auch immer mit ihren Schnullern. Die nimmt sie dann und wirft sie dann aus dem Bett raus und ärgert sich dann, dass der Schnuller nicht mehr da ist. Dann muss die Mami hochkommen und wieder den Schnuller geben. Ne? Da, schon wieder. Hast du schon wieder eine Socke ausgezogen? Du kleine Frechdachslinde, du. Müssen wir doch jetzt wieder anziehen. Du Frechdachslinde, jetzt hast du kleine nackige Füße. Ja, kleine nackige Füße. Gardinen auf. Ja, hi. Was hast du vor? Was hast du vor mit den Schnullern? Was hast du vor? Ja, und du? Kommst du da dran? Ja, jetzt sind sie weg. Hier liegt auch noch einer, hier ganz weit weg. Also Mittagsschlaf macht sie ja schon lange immer hier oben. Und heute war die erste Nacht, in der sie auch hier oben geschlafen hat. Justus ist ja derjenige, der das immer so ein bisschen vorantreibt. Und es hat echt gut geklappt. Sie ist zwar um 5:30 dann aufgewacht, aber trotzdem hat sie ja die Nacht dann durchgeschlafen hier oben, ganz alleine. Und ja, ein bisschen wehmütig bin ich jetzt auch, weil... Jetzt wollen wir das natürlich auch jede Nacht so machen. Und Justus hat schon gemeint, er möchte jetzt unten das Beistellbettchen, das ja noch neben uns steht, möchte er heute abbauen. Mein Baby wird groß. Warum hast du den Schnuller wieder rausgeschmissen? Kleiner Frechter. Och, ich glaub's nicht. Da liegen schon noch zwei. Hat Mami die nicht gerade reingeräumt? So. Und das Spiel geht die ganze Zeit. Was soll denn das? Was soll denn das? Boah, sind die lecker. Lilly zahnt im Moment. Ein Backenzahn ist schon draußen, der auf der linken Seite und der auf der rechten Seite, der macht sich jetzt auf den Weg, deshalb sabbelt sie wieder so viel und braucht hier immer diese Sabberlätzchen. Guck mal, Mami hat hier dein Lieblingsbuch. Guck mal, wo ist der Löwe? Da, genau, da ist der Löwe. Lass lieber Autos spielen. Ich mag nämlich im Moment sehr, sehr gerne Autos spielen. Das ist auch so eins, was man so aufziehen kann und dann fährt das dann selber. Und sie mag das total gerne, wenn es dann losfährt. Und dann irgendwo verschwindet am besten. Und unter irgendeinem Schrank. Hier, das ist auch schon uralt. Das ist noch vom Großen. Meine allerersten Wörter. Das ist eigentlich total süß, weil sie guckt sich jetzt immer hier die Bilder an und dann sage ich hier, was das ist. Und mittlerweile kann sie das auch schon so, dass ich frage, wo was ist. Also zum Beispiel, wo ist der Hund? Und dann kann sie auf den Hund zeigen. Das ist schon sehr, sehr süß, was sie schon alles kann hier aus diesem Buch. Ja, dein Buch. Das? Das ist ein Löffel. Das ist ein Teller. Das ist ein Papagei. Papagei. Für Mami? Dankeschön. Mamis Buch. Ui, okay, für dich. Womit Lilly auch gerne spielt, ist hier dieses tolle Teil, diesen Fidget Spinner. Findet sie total spannend. Ja, super. Boah. Wie auf Mamis Knie. Oma. Nein. Machen wir nochmal so, ja? So. Ja. Aua, nein. Nicht so hauen. Lieber auf dem Boden. Ja, da geht's schneller.
Da musste sie auch erst am Anfang ausprobieren. Das hat nicht geklappt, weil sie da nur so wild drauf rumgehauen hat. Aber jetzt weiß sie, dass sie nur ganz zart so anstoßen muss. Und mittlerweile kann sie das echt gut. Sie hat richtig tolle Baby-Fidget-Spinner-Tricks drauf. Ja! Rock'n'Roll! Ja, super! Ja, jetzt fahren wir nochmal ins Möbelhaus. Und dann? Was hast du vor? Lampen kaufen. Lampe. Genau, Lampe. Wir wollen nämlich auch so eine richtig stylische, große Lampe jetzt hier haben. Beim Esstisch. Genau. Nicht mehr Justus' Spots. Was? Das sind nicht meine Spots, das sind auch deine Spots. Guck mal. Hast du mal mir das Handy gebracht? Ja, das ist aber genau, lieb. Was wichtig ist. Das ist ja süß. Dankeschön. Das ist Mamis Spielzeug, ne? Du hast dein Spielzeug, Mami hat auch Spielzeug. Ja. Ja. Ab in den Mund. Ja, dankeschön, Pippi. Das ist aber lieb von dir. Na gut, ich würde sagen, genug Mittagspause gemacht. Genau. Jetzt geht's weiter, ja? Also im Möbelhaus. Genau, da können wir die Kinder abgeben. Ich meine, da dürfen die Kinder spielen. Ja, da gibt es so ein Spielland. Das ist toll für die Kinder. Die freuen sich da. Ja, dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.